Ja, hallo Leute, hier ist der Lower Couch. Lower, the Law of Attraction. Das Universum, Gesetz der magnetischen Anziehung, das da besagt, was du selbst aussendest mit deinen völlig frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, das erzeugt Vibrations im Raum. Dein Körper, deine Mitmenschen und deine Umwelt reagieren entsprechend darauf. Was du siehst, das wirst du ernten. Was du geistig siehst, das wirst du körperlich ernten. Was du geistig siehst, das wirst du in deine Alltagsrealität magnetisch anziehen. Wie du in den Wald rufst, so schallt es zurück. Ich möchte dir heute einen Zauberstab vorstellen. Es kann jede Art von Stab sein. Aber du musst dir bewusst machen, dass auf dieser Seite, auf diesem Ende des Stabes befindet sich Freude. Und auf diesem Ende des Stabes befindet sich Geld und Reichtum, Gesundheit und Wohlstand, Liebe und Wertschätzung. Wenn du jetzt an Geld denkst und du ein negatives Gefühl dabei hast, weil du gerade wenig Geld hast oder weil du gerade Geld brauchst, dann findest du dich auf diesem Ende des Zauberstabes. Aber wie kommst du jetzt zur Freude? Zur Freude kommst du, indem du das Thema Geld beiseite legst, indem du den Stab mit dem Thema Geld zur Seite legst und irgendetwas findest, was dir Freude bereitet. Du gehst mit deinem Hund spazieren, du gehst deinem Hobby nach, du schläfst mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Du tust Dinge und denkst Dinge und fokussierst dich auf Dinge, die dir Freude machen. Und indem du das tust, indem du den Stab losgelassen hast und weggegeben hast, befindest du dich auf dem Weg zu mehr Geld. Denn das Entscheidende ist ja, warum willst du mehr Geld? Weil du glaubst, dass du dann mehr Freude hast, wenn du mehr Geld hast. Aber du musst zuerst zur Freude kommen und dann kann mehr Geld zu dir kommen. Nur so funktioniert es. Und gleich funktioniert es mit Gesundheit. Auf diesem Ende des Zauberstabes befindet sich Freude. Auf diesem Ende des Zauberstabs befindet sich Gesundheit. Wenn du jetzt an Gesundheit denkst und ein negatives Gefühl dabei bekommst, befindest du dich auf diesem Ende des Sticks, des Zauberstabes. Wo willst du aber hin? Du willst in Wahrheit zur Freude. Du sagst, ja, wenn ich gesund werde, dann wäre ich auch glücklich. Nein, du musst zuerst Wege finden, um glücklich zu sein. Wenn du jetzt an deine Gesundheit denkst und ein negatives Gefühl hast, dann lege
den Stab mit dem Thema Gesundheit zur Seite und denke irgendwas und fokussiere dich auf irgendwas und tue irgendwas, das dir Freude macht. Tu dir selbst Gutes, tu deinem Körper etwas Gutes. Mach dir eine heiße Badewanne. Lenke dich ab mit deinem Haustier. Gehe deinem Hobby nach. Sei künstlerisch, versuche zu malen, zu schreiben, zu musizieren. Höre Musik, wenn dich das ablenkt und dir mehr Freude bereitet. Denke nicht an Gesundheit oder Krankheit. Versuche irgendetwas zu tun, das dir mehr Freude bringt. Und indem du das tust, umso mehr kann die Gesundheit zu dir kommen. Umso freudiger und glücklicher du deinen Alltag verbringst, umso leichter kann die Gesundheit wieder zu dir kommen. Und das dritte Thema, das viele Menschen beschäftigt, ist das der Liebe. Auf diesem Ende des Zauberstabs ist Freude. Auf diesem Ende des Zauberstabs ist Liebe. Liebe zu dir selbst, Liebe zu einem Partner, geliebt zu werden. Wenn du jetzt glaubst, du brauchst einen Partner, um dich selbst lieben zu können oder um geliebt zu werden, dann befindest du dich auf diesem Ende des Zauberstabs. Du willst aber hierher kommen, zur Freude, weil du denkst, ja, wenn ich einen Partner habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich mich selbst wieder lieben und wertschätzen kann, dann bin ich glücklich. Nein, du musst zuerst zur Freude kommen. Dann, erst dann kann der ideale Partner zu dir kommen. Erst dann kannst du wieder wertschätzen und dich selbst wertschätzen. Mach dich unabhängig davon, ob du jetzt einen Partner hast oder nicht. Du kannst Freude empfinden ohne Partner. Wenn du jetzt an einen Partner denkst oder an Liebe oder an dich selbst und Selbstliebe, du hast ein negatives Gefühl, dann lege das Thema Liebe und Wertschätzung zur Seite. Und schau, dass du irgendetwas denken oder tun kannst, das dir Freude bereitet. Denk an schöne Erlebnisse, die dir Freude bereiten. Tue etwas, das dir Freude bereite. Koche dir eine gute Speise. Gehe deinem Hobby nach. Gehe gut essen. Gehe tanzen. Hör dir gute Musik an, betreibe Sport, treffe dich mit Freunden, entspanne dich, meditiere, schau, dass du zu deiner Quelle eine gute Verbindung hast. Deine Quelle liebt und wertschätzt dich bedingungslos. Meditiere 15 Minuten am Tag. Schau, dass du eine bessere Verbindung zu deiner Quelle bekommst. Lenk dich ab. Finde etwas, das dir Freude bereitet. Umso mehr du Freude hast, umso mehr kommt die Liebe zu dir, kann die Liebe zu dir kommen. Die Liebe geht Hand in Hand mit deiner Freude. Umso mehr Spaß du in deinem Alltagsleben hast, umso näher kann ein liebender Partner zu dir kommen. Und umso näher kannst du zur Selbstliebe und zur Liebe kommen. Gerne helfe ich dir als Lower Coach dabei, wieder die wichtigste Sache der Welt zu erkennen, deine Freude. Wenn du deine Freude hast,
dann kann alles andere zu dir kommen. Freude ist das Wichtigste. Zuerst muss Freude kommen, dann kann Geld, Reichtum, Gesundheit, Erfolg und Liebe zu dir kommen. Finde etwas, das dir Freude bereitet und tue es so viel und so oft wie möglich am Tag. Melde dich, ich coache dich gerne ein paar Wochen über E-Mail, Telefon und Facebook. Weltweit. Melde dich. Ciao.